Hallo Freunde, ich Kim hier. Heute darum, wie man schöne Posters vom AllPosters auf seinen PageWizz-Artikeln einfügen kann. Also zunächst mal in PageWizz unter Hilfe auf AllPosters klicken hier. Und dann, gehen wir mal ein bisschen runter. Und dann die Anleitungen hier durchlesen. Hier gibt es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Anmelden bei AllPosters. Das muss also erstmal gemacht werden. Und dann muss also die entsprechende Partner-ID im Mitgliedskonto eingetragen werden. Das wird hier alles erklärt. Wenn man das erledigt hat, kann man dann auf AllPosters gehen. Und zum Beispiel möchte ich auf meiner Seite Bilder aus Amerika noch ein kleines Poster vielleicht hinzufügen. Schaue ich mal unter Suche, was also da unter USA zum Beispiel drin ist. Jetzt sehe ich hier, das sind ja ganze Menge Bilder, also 78.000, das dürfte genug sein für einen PageWizz-Artikel. Schauen wir mal, was könnte denn nett sein, wenn Leute vielleicht ein Poster davon kaufen würden? Vielleicht die Golden Gate Bridge. Ja, warum nicht? Jetzt klicke ich auf das Bild und der Artikel öffnet sich jetzt. Jetzt suche ich nach der Artikelnummer hier und die kopiere ich. Na, auf meinen Rechner her. Und jetzt gehe ich zu meinem PageWizz-Artikel. Und da gibt es jetzt eben diesen neuen Baustein, AllPosters. Da klicke ich drauf. Ich mache das jetzt also als Ergänzung zu meinem bestehenden Artikel, um den ein bisschen aufzufrischen und noch was Neues dazu zu geben. Jetzt schauen wir mal hier. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hier unten. Hoppala, hoppala, das zieht sich aber hier rum. Ja? Okay, jetzt klicke ich mal hier. Okay, machen wir mal diesen Baustein auf. Dann schreibe ich natürlich einen schönen Titel rein. Also das muss ich ja jetzt nicht zeigen. Ihr wisst ja, wie man das macht. Volle Größe ist gut, Titel anzeigen ist gut. Jetzt könnte ich theoretisch nach USA hier suchen und dann Vorschläge bekommen. Aber jetzt machen wir es halt mal so, dass wir hier die Produktnummer eingeben. Einkopiert. Hinzufügen. Oh, hier ist es schon. Herrlich. Und jetzt speichern. Und da ist jetzt dieses Bild drin. Sieht doch herrlich aus. Wenn jetzt die Leute drauf klicken, kommen sie also zu AllPosters, wo wir vorher waren. Und da haben sie die Möglichkeit, das Bild zu kaufen, in verschiedenen Größen, in verschiedenen Rahmen und so weiter. Und wenn sie es kaufen, dann kriegen wir eine kleine Provision dafür. Ist doch schön, ne? Also, viel Spaß mit AllPosters. Tschüss, bis zum nächsten Mal.